Hier sagen sich Hasen und Schweine guten Morgen auf dem Kinderbauernhof in Kassel. Direkt neben der Bundesstraße auf der Fuldaaue können Kinder ein einzigartiges Biotop entdecken. Durch dieses Dickicht schlägt sich Katharina von Schwerin nicht nur bei Sonnenschein. Die Agrarwissenschaftlerin hat den Bauernhof vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Hier sollen Kinder selbst mit anpacken. Landwirtschaftliche Tiere selber versorgen können, nicht wie im Zoo anzugucken, sondern wirklich mit zu versorgen, zu füttern, zu misten, die Tiere, die Schweine zu striegeln, die Schafe auf die Weide zu bringen, den Zaun umzustecken. Das ist ja sonst in der Stadt nicht möglich, gar nicht möglich. Die Kids kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Natürlich sind die Kaninchen bei sehr, sehr vielen Kindern sehr beliebt, weil sie so den Kuschelfaktor haben. Doch nicht nur die süßen Tiere will sie den Jüngsten näher bringen. Ihr aktuelles Projekt Raubüberfall im Kompost hat eher Ekelfaktor. Im Visier das lichtscheue Getier, Regenwürmer, Tausendfüßler, Asseln. Es geht darum, den Kindern zu zeigen, dass viele dieser Tiere, die sie als sehr eklig empfinden, sehr spannend sind und dass sie sehr nützlich sind. Ein Hundertfüßler, der ist ein aggressiver Jäger. Natürlich macht er uns nichts, wir sind viel zu groß. Aber für so eine kleine Kellerassel ist der eine Bedrohung. Und das zu vermitteln, also da gibt es wirklich Kriminalgeschichten. Überall hier findet er statt, der Kampf ums Überleben. Aber wie kommt man nah ran an das Drama? Dafür muss ein E-Scope her, im Prinzip eine Kamera mit Vergrößerung. Da staunen nicht nur Kinder über die Krabbeltiere. Und da waren zufällig 2 unterschiedliche Larven im selben Becherglas, wovon dann die eine die andere ermordet hat. Und die Erwachsenen alle so, die bringen sich gegenseitig um. Und dann war klar, also das ist eine harte Welt, eine sehr kleine, sehr harte Welt, in der auch gemordet wird. In diesen faszinierenden Mikrokosmos können mit dem E-Scope alle eintauchen. Und nicht nur das. Man kann damit auch Fotos machen. Also ganz einfach, an dem E-Scope ist ein Auslöser. Da kann man direkt eine Situation, die man irgendwie cool findet, fotografieren. Man kann auch Filmsequenzen aufzeichnen. Aber es gehört uns nicht. Es ist geliehen. Mit den 5.000 € Zusatzgewinn der Umweltlotterie würde sie sofort ein E-Scope anschaffen. Die Stadt Kassel finanziert rund 1/3 des Etats. Den Rest muss Katharina von Schwerin als Spenden einwerben. Denn für die Kinder soll der Besuch kostenlos bleiben. An 6 Tagen in der Woche können sie jederzeit kommen. Und dabei natürlich nicht nur ekliges Krabbelvieh kennenlernen, sondern auch Nutztiere wie Schweinchen Tiffy. Die Kaninchen freuen sich übrigens auch über Besuch.